Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Wie geht es dir? Ja. Okay, ich verstehe. Okay. Das heißt, du brauchst etwas Entspannung für dich. Okay. Letzten Tag. Genau, wie du siehst, habe ich uns den Kaminofen bereits angezündet. Es knistert ganz angenehm im Hintergrund. Ich hoffe, du spürst auch die wohlig warme Wärme, die uns umgibt. Ja, perfekt. Das ist ganz anders wie unser letztes Treffen im Schnee. Genau. Daher dachte ich mir, dass wir ein bisschen sprechen könnten und über dein Leben austauschen könnten und ich dich währenddessen mit ein paar Streicheleinheiten verwöhne und dir vielleicht auch ein paar Tipps für zwischendurch zum Entspannen geben kann. Die kannst du, wann immer du möchtest, einsetzen. Egal, ob du gerade unter Menschen bist oder alleine zu Hause bist. Dadurch wirst du, egal wo du dich zu welcher Uhrzeit befindest, immer ein Stückchen Entspannung in dir tragen. Aber für heute würde ich dir natürlich diese Arbeit abnehmen und dich heute persönlich entspannen. Ja. Wenn du möchtest, können wir auch ein paar Kleinigkeiten ausprobieren. Ich sag dir, was du zu tun hast, sozusagen eine kleine Anleitung in der Praxis zum direkten Ausprobieren. Sehr schön. Dann mach es dir auf dem Sofa bequem. Leg dich hin, wie immer du möchtest. Streck dich auch gerne aus. Und dann beginnen wir auch gleich mit deiner persönlichen Entspannung. Darf ich wissen, was du beruflich machst? Und wie sieht hierbei dein Tagesablauf aus? Okay. Ja. Und das Arbeitsumfeld? Sind viele Menschen bei dir, wenn du beispielsweise eine stressige Aufgabe zu erbringen hast? Hast du auch beobachtet? Mhm. Okay. Okay. Ich verstehe. Gut. Dann würde ich mit der einfachsten aller Entspannungsübungen für den Alltag beginnen. Und zwar das konzentrierte. Wie du sicherlich weißt, hat unsere Atmung eine sehr große Bedeutung und einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und wenn man fokussiert atmet, bewusst ein- und ausatmet, kann das bereits eine unglaublich beruhigende Wirkung haben. Ich würde vorschlagen, dass du mindestens 5-mal bewusst und auf
aufmerksam ein- und ausatmest. Das muss gar nicht übermächtig viel sein, aber das Wichtige ist hierbei, dass du beim Ein- und Ausatmen mitzählst. Wir machen das am besten gleich mal zusammen. Ja. Okay. Atme ein. Eins. Aus. Atme ein. Zwei. Und aus. Atme ein. Zwei. Und aus. Atme ein. Wenn du diese bewussten 5 Atemzüge genommen hast, wirst du bereits merken, wie sich der Druck auf deiner Lunge löst und dein Herzschlag etwas langsamer wird. Okay. Mit der Zeit wirst du auch merken, welche Anzahl an bewussten Atemzügen in welcher Situation das Richtige ist. Manchmal benötigen wir 5, manchmal 7, manchmal 12 und in anderen Situationen 20, je nachdem, wie unsere Gefühlslage ist. Das Wichtige ist, du musst mitzählen. Okay? Ja. Genau. Hattest du dann bereits die Situation, dass du bewusst geatmet hast und es dich beruhigt hat. Okay. Ja, dann wird es Zeit, das mal auszuprobieren. Genau. Als nächstes kann ich dir empfehlen, dass du dir selbst eine sanfte Massage gönnst. Das kann auch einem Raum sein, in dem sich mehr Personen mit dir befinden, auch allein im Büro, je nachdem, wo du gerade bist. Und hierbei gibt es einen wunderbaren Trick. Ich verwende ihn selbst in der Uni, in der Vorlesung, in der Bibliothek oder wenn ich beispielsweise telefoniere und mich während des Telefonats ein wenig entspannen möchte. Kennst du ja sicherlich eine Massage mit dem Pinsel. Und zwar ist das für viele Menschen unglaublich entspannend und beruhigend. Die weichen Härchen eines Pinsels auf der Haut zu spüren. So, was macht man nun, wenn man diese kleinen Streicheleinheiten benötigt, aber man keinen Pinsel zur Hand hat oder auch, wie ich bereits erwähnt habe, in einem Raum mit anderen Menschen ist? Und zwar gibt es hierbei einen kleinen Trick, der eine sehr große Wirkung hat. Es ist vollkommen egal, was es sich hierbei handelt. Es kann wie hier ein farbiger Stift sein, es
Es kann ein Bleistift sein. Es kann ein Kugelschreiber sein. Ich denke, dass du hierbei wieder deinen persönlichen Favoriten je nach Stimmungslage finden wirst. So, und nun darfst du einmal mit dem Stift über dein Gesicht fahren. Dadurch, dass nicht deine Handfläche das Gesicht berührt, sondern deine Hand nur die Berührungen steuert, die Berührungen durch den Stift kreiert werden, fühlt es sich gleich ganz anders an. So. Stell dir nun vor, du bist im Büro, denkst nach und fährst dir einfach mit dem Stift deine Haut entlang. Natürlich solltest du dafür sorgen, dass es sich hierbei um deinen persönlichen Stift handelt und dieser nicht bereits durch viele Hände gegleitet ist. Dann wirst du merken, wie viel Entspannung es dir in diesem Moment verleihen wird, wenn du das tust und währenddessen noch die Atemübung vollziehst. Fünfmal tief ein- und ausatmest, wirst du merken, dass du danach wie ausgetauscht bist. Aber natürlich kann man auch nicht stundenlang mit einem Stift durchs Gesicht fahrend da sitzen. Empfehle ich auch, einfach die Hände zu benutzen. Beispielsweise, wenn ich während einer Vorlesung gemerkt habe, dass die Konzentration nachlässt, weil ich mich gestresst gefühlt habe, habe ich einfach meine Hand an den Tisch fallen lassen und mit dem Stift auch möglich, zwischen den Fingern hindurch zu fahren. Probier es einfach mal aus. Was ich auch sehr gerne mache, ist, die Handinnenfläche, die einzelnen Fältchen nachzufahren. Hier ist die Haut auch sehr, sehr sensibel. Es kitzelt sogar ganz, ganz leicht. Es fühlt sich an, als ob man tatsächlich in diesem Moment eine klitzekleine Massage bekommt. Ja. Genau. Als nächsten kleinen Tipp kann ich dir Folgendes mit auf den Weg geben. Und zwar das Bewusste bewegen von deinen Händen. Und zwar, egal wie angespannt du bist, versuche deine Handflächen langsam und in gleitenden Bewegungen zu bewegen. Diese Bewegungen müssen keinesfalls groß sein, können wirklich nur minimal sein. Aber versuche dich darauf zu konzentrieren. Versuche dich beispielsweise auf den Zeigefinger zu konzentrieren.
leise die Finger, während du sie bewusst wahrnimmst. Während dieser bewussten Bewegungen spürst du auch, wie die Luft an ihnen vorbeigleitet. Du wirst unglaublich entspannend und beruhigt das Gemüt in jeder Situation. Du kannst dies natürlich auch mit den Füßen machen, beispielsweise deine Zehen einzeln anheben und dich auf diese Bewegung fokussieren. Der Vorteil an den Füßen ist, es wird niemand merken. Das waren meine kleinen Tipps für den Alltag, die dich mit Sicherheit entspannen können, egal wo du bist. Okay. Und damit du für heute bei mir zu Hause auch ein wenig Entspannung haben kannst, würde ich vorschlagen, möchtest du, dass ich dich mit einem Pinsel, einem Stift oder meinen Händen streiche? Ja. Okay, sehr gerne. Dann wechsle ich zwischen Stift und Pinsel ab. Ja. Okay. Lehn dich zurück. Schließ deine Augen und entspann dich. So, ich bin nun etwas näher bei dir und werde den Stift und den Pinsel dazu verwenden, dich zu entspannen. Okay. So. Während die einzelnen Härchen des Pinsels Augen geschlossen und genieß die Berührungen des Stiftes ganz sanft. Ganz sanft gleitet er über dein Gesicht.
Hat dir diese kleine Entspannungssession gefallen? Das freut mich. Du kannst gerne öfter zu mir nach Hause kommen. Dann können wir vielleicht noch mehr Kleinigkeiten als Entspannungstipps für den Alltag gemeinsam erarbeiten. Okay? Perfekt. Dann wünsche ich dir heute noch einen unglaublich entspannten Tag, eine gute Nacht.